Der letzte Spieltag in der Regionalliga-Saison Ost startete für die Volleyball-Damen des SV Einheit Borna in der heimischen Glückaufsporthalle suboptimal. Der Einheit-Sechser kam gegen Tabellenschlusslicht VC Gotha nie richtig in Fahrt, wirkten schläfrig und unkonzentriert. Die berühmten Zahnrädchen griffen nicht wie erwartet ineinander, sondern hakten des Öfteren. Der feststehende Absteiger überraschte immer wieder mit kurzgeschlagenen Hinterfeldangriffen. Im dritten Satz dominierte Einheit von Beginn an. Die meisten Punkte steuerte Claudia Breitkreuz bei 10 Angriffserfolgen und 5 Aufschlagwinner. Wir konnten leider nicht ganz an das anknüpfen, was wir zuletzt gezeigt hatten, wo wir dreimal in Folge 3-0 gewonnen hatten. Aber ich denke mal, ja, war trotzdem insgesamt zufriedenstellend. Durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage des VC Zschopau gegen die LE Volleys können die Regionalliga-Damen jetzt ihren größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Platz 6 ist bisher unser bestes Ergebnis in der Regionalliga Ost in den letzten 3 Jahren. Und wir hatten am Anfang der Saison 5 Neuzugänge, die wir integrieren mussten. Und wenn man das alles mal zusammen betrachtet, können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.